Du hast in letzter Zeit viel Simracing geschaut auf YouTube, auf Twitch und hast jetzt Bock, selbst damit anzufangen, weißt aber bei den ganzen iRacings, ACCs und F1s, die es da draußen gibt, nicht, wo du starten sollst? Dann habe ich vielleicht die richtigen Antworten für dich. Hi, mein Name ist Champion Joe, ich bin Simracing-Redakteur für Overtake.gg und heute zeige ich euch die besten Games, um mit dem Simracing anzufangen. Du willst also mit dem Simracing anfangen. Sehr gute Idee, aber wir müssen noch herausfinden, welches Game zu dir passt. Wir reden heute über echte Simulation oder Games, die den Einstieg zu Sims erleichtern können. Also von Spielen, die versuchen, die Realität auf ihre Art und Weise detailgetreu abzubilden. Mit realistischen Reifenmodellen, mit ausgeklügelten Fahrphysiken und mit einem Force-Feedback, das sich an Lenkradbesitzer richtet. Aber keine Sorge, ich gebe auch zwei Games mit, wo man mal mit dem Controller reinschnuppern kann, um zu schauen, ob dann das Upgrade auf ein Lenkrad sich auch lohnt. Und da starten wir auch gleich mit rein. Wer noch kein Lenkrad hat und sich gerade überlegt, so ein Thrustmaster T300RS, ein Logitech G29 oder ein gebrauchtes G27 zu kaufen, der muss wohl am Anfang mal mit einem Controller reinschnuppern. Und da habe ich euch mal zwei Spiele rausgesucht, wo dann der Umstieg vom Controller zum Wheel so einfach ist wie möglich. Nummer 1 ist hier F1 2020, beziehungsweise F1 21, wenn es dann im Juni, Juli rauskommt. Und damit kann man eigentlich nur ganz wenig falsch machen. Es ist ein super nice Singleplayer-Game mit einem richtig guten Karrieremodus. Es hat ein paar Vintage-F1-Wagen, es sind die ganzen offiziellen Lizenzen an Bord, alle Fahrer und. Es ist wirklich ein richtig dickes Content-Paket. Und ja, streng genommen ist F1 2020 keine Sim, sondern Simcade, also die Zwischenstufe zwischen Arcade-Fun-Titeln wie Need for Speed und knallharten Sims, so wie ACC zum Beispiel. Aber es steuert sich mit dem Lenkrad auch echt voll okay. Das macht schon richtig Bock und es ist eben auch toll mit dem Controller spielbar. Was natürlich auch bedeutet, man kann es auf der Konsole spielen. Alles in allem auf jeden Fall ein guter Startpunkt, um dann später tiefer in Simracing abzutauchen. Vor allem auch wegen der Easy-to-Learn- und Hard-to-Master-Mentalität des Spiels. Man kann nämlich einfach die Fahrhilfen reinmachen und dann muss man nur noch Gas geben, bremsen und ein bisschen lenken. Aber wenn man alles ausschaltet, dann muss man sich um so viele Sachen kümmern. Da geht es dann nicht nur um das Schalten während des Fahrens, sondern auch um Benzingemisch einstellen, DRS, IRS, Brake-Bias und sonstiges. Also da kann man auf jeden Fall noch ziemlich tief drin abtauchen. Neben F1 finde ich Project Cars 2 auch ein richtig gutes Spiel, um mit dem Simracing zu starten, weil es bietet eigentlich alles, was man von einer Simulation will, ohne den großen Hardcore-Faktor. Also, wer eher nach einem Game mit GT-Wagen oder Prototypen sucht, der kann hier bedenkenlos zugreifen. Der Titel ist mittlerweile ziemlich günstig zu haben, gibt's auch auf der Konsole und auf dem PC und kann man sogar in VR spielen. Das Fahrverhalten ist zwar manchmal etwas fragwürdig, dafür ist die Auswahl an Wagen ziemlich gut und auch was die Strecken angeht, ist eigentlich alles mit an Bord. Aber wie gesagt, erwartet da nicht zu viel, vor allem wenn ihr schon ein Wheel habt, dann greift besser zu einem der jetzt darauf noch folgenden Titel. Dafür ist das Force Feedback in Project Cars zwar einfach nicht gut genug, ist viel zu schwammig. Aber wenn ihr maximal einen 10er setzen wollt und euch nicht sicher seid, ob Hardcore überhaupt was für euch ist, dann warum nicht? Man kann immer noch online zocken, es gibt einen Karrieremodus für die Singleplayer und es gibt keine versteckten Kosten. Okay, jetzt aber genug von dem Simcade-Zeug. Ihr wollt eine knallharte Simulation spielen und wisst nicht, wo ihr starten sollt. Es gibt so viele gute Namen. Assetto Corsa Competizione, Assetto Corsa, iRacing, A-Factor 2, Automobilista 2, Race Room. So viele gute Titel. Wo starten? Mein Tipp, Assetto Corsa. Für weniger als 15 Euro kann man sich das Basisspiel mit allen Erweiterungen in der Ultimate Edition schon kaufen und bekommt gleich vom Start weg eine Simulation, die mit ihrem grandiosen Fahrverhalten auch heute noch tausende Spieler in die Online-Lobbys zieht. Und auch grafisch muss sich das originale Assetto Corsa absolut nicht verstecken. Das wird seit Jahren von fleißigen Moddern in der Community bis zum heutigen Tag noch aufgewertet. Mit Erweiterungen wie Sol, dem Content Manager oder auch dem Custom Shaders Patch ist Assetto Corsa 2021 immer noch eins der fortschrittlichsten und schönsten Sims auf dem Markt. Aber aufgepasst, wer mit Assetto so richtig Spaß haben will, sollte Lust und dann eben auch die Zeit haben, sich in diese ganze Modding-Szene ein bisschen einzuarbeiten.
Nur dann kann das Spiel sein komplettes Potenzial entfalten, ist die Vanilla-Version ja einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wenn du lernen willst, wie man Assetto Corsa Mods installiert und welche Mods da draußen alles so gibt, dann überleg dir doch vielleicht mal hier auf dem Kanal ein bisschen zu stöbern, ein Abo dazulassen. Hier gibt es einige Tipps und Tricks und Tutorials werden auf jeden Fall auch noch folgen. Also, wer sich das Modding zutraut, kann mit Assetto Corsa fast nichts falsch machen. Es gibt alles, was das Herz begehrt, von modernen Formelwagen zu Prototypen, GT3, sogar Rallye kann man fahren, wenn man das unbedingt will. Also, die perfekte Sim zum Starten. So, aber was ist mit den ganzen anderen Spielen? Es gibt ja so viel Auswahl im Simulationsgenre. Was ist mit den Spielen? Warum nicht mit denen starten? Ich fasse euch das mal schnell zusammen. Race Room Racing Experience. Richtig gute Sim zum Starten. Free to play. Man zahlt nichts am Anfang. Man kann einfach drauf losfahren. Aber wer länger dranbleiben will, wird vom Spiel quasi gezwungen, Wagen und Strecken einzeln zu kaufen. Die sind ganz schön teuer und das wird dann auch mit der Zeit richtig teuer werden. iRacing bietet eine der besten Racing-Erfahrungen online überhaupt im kompletten Genre. Kostet aber monatlich Gebühren, wie bei WoW zum Beispiel, und man muss Strecken und Fahrzeuge auch extra kaufen. Das kann schon mal bis zu 1000 oder mehrere 1000 Euro kosten. Also damit man damit anfängt, da muss man wirklich committed sein zum Sim-Racing-Genre. Automobilista 2 leidet leider unter genau den gleichen Dingen, die auch Project Cars 2 zu schaffen machen. Die Madness Engine. Die Auswahl an Fahrzeugen und Strecken, die ist wirklich gut. Das bockt sich mega in VR, aber das Fahrverhalten ist eben nicht sauber. Es ist ausbaubar. Ja, Racer Studios, die Entwickler von dem Spiel, die sind da noch dran und die arbeiten dran. Und es wird auf jeden Fall von der Community weiter beobachtet, wie sich dieses Sim entwickelt. Aber jetzt zum Starten vielleicht nicht die beste Sim. A-Factor 2. Ja, hat ein mega gutes Force-Feedback, aber auch Probleme mit der Preisstruktur. Und die schlechtesten Menüs der Erde. Die wurden jetzt aber auch aufgekauft, was vielleicht zu Besserungen führen wird. Wir werden sehen. Und zum Abschluss noch ACC, meine Lieblings-Sim im Moment. Das ist ein Hammerspiel und ich kann es nur jedem empfehlen, sich das Ding zu holen. Allerdings ist das der beste Startpunkt in Sim-Racing. Nicht wirklich, da gibt's nur GT3 und GT4 Wagen und nur ausgewählte Strecken. Aber wenn ihr dann schon mal ein bisschen gezockt habt, sei es Project Cars 2, F1, Assetto Corsa, 200, 300 Stunden drin seid im Sim-Racing-Genre, dann ist der Umschwung zu ACC genau der richtige. Welche Sim-Racing-Perlen würdet ihr einem kompletten Neuansteiger empfehlen? Lasst es mich gern wissen in den Kommentaren. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao!